Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist es Reiter und wir sind in einem neuen Vorgestellt. Der Raphael vom Seedog LLC hat mir einen Key zur Verfügung gestellt, dafür bedanke ich mich ganz recht herzlich. Das Spiel heißt Eternal Edge Plus, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und ja, ist ein Casual Game, was Abenteuer, Action, RPG-Elemente hat. Und ja, wir haben hier tatsächlich Spracheinstellung Deutsch, finde ich richtig cool. Das Spiel ist im 7.5.22 wohl aus dem Early Access raus. Ich habe kurz nur geschaut, ob es läuft und mehr nicht gemacht. Und ja, würde jetzt mal sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Da gibt es bestimmt ein schickes Intro oder sowas. Schauen wir uns das nochmal zusammen an nach dem Intro, oder? Bis gleich. So, weißer Bildschirm. Vor langer Zeit war Cross der ewigen. Cross, an Eternal of the Second Age, was a mentor to a prominent noble. He had the ability to instill peace into the noble's kingdom. But at the moment of decision, the noble betrayed Cross and all his life, choosing power over the compassion of his people and luxury. The land turned to darkness and greed. People no longer cared about the dignity of the other, and soon all men were exploited. His wife, Evelyn, attempted to speak words of comfort as she left for the next assignment that was meant to be theirs together. It was not you that unleashed the terror amongst those people. Always remember, do not lose your faith, love. Cross watched as she sailed to the Eastern Sea. He waited on the shore, just a single lighthouse to light her ship as she faded into the horizon. Years passed, seasons changed. Cross stood alone, relinquished of his former glory, his wife still gone without a trace. So he went to seek the court's help to return his state as before. But when he went to the Eternals, there was only silence. They would not return to him his full splendor, but they would give him a chance to redeem himself. Cross, determined to find Evelyn again, set sail with anyone who would take him. He traveled to distant lands, saw many dreams and cities of men. For years, he searched for her. But he did not find her. Until one day, some many years passed, he heard from the sailors of the most fair and beautiful lady who had lay asleep, unaging, and the people of the land who loved her so much that they stood guard by her all day and all night. Cross, hearing this, and hoping with his heart that he would have finally found Evelyn, and fearing at all costs that she lie forever still, set sail for this land across the sea, the lost kingdom of Beor, ravaged by a dark entity known as the Skeleton King. This is where our story begins. Ja, schauen wir mal, ne? Ich denke mal, jetzt kommt ein Intro, ein Tutorial oder sowas wahrscheinlich. Und Intro war auf Englisch gesprochen, deutsche Untertitel. Am Anfang habe ich leider meine Einblendung noch gehabt. Ich hoffe, ihr konntet noch einiges davon lesen. Beor, das ist wohl das Königreich, wo es den, sag schon, Skelettkönig gibt, den wir dann wahrscheinlich niederstrecken müssen, damit unsere Frau aus dem ewigen Schlaf rauskommt. Das ist unser Ziel, wann. Oben rechts sehen wir 25 Portionen, wahrscheinlich Heilung. E, R und 1 sind die Tasten dafür. Unten rechts ist eine Map. Und links sieht man so ein paar Schnellbefehle. Und oben links ist wahrscheinlich unser Status. Und so sehen wir aus. Eben war natürlich so ein bisschen zu sehen, dass wir so ein paar Charaktere hatten im Vorspann, die keine Texturen hatten. Ich weiß nicht, ich spiele hier auf Linux mit Proton. Wenn irgendwo ein Windows-User ist, der das da auch das Intro sieht, ob das dann so richtig läuft, weiß ich nicht. Wenn das live generierte Sachen sind, dann könnte das damit zusammenhängen. Aber momentan läuft es ja erstmal. Wir gucken mal hier weiter, was der hier uns sagen will.
Aha. Sieh einer an. Mit C geht's weiter. Cross der Ewige. Bist du gekommen, um das Volk von Beor zu rächen? Armselig. Diese Diener sollten für dich ausreichen. Okay, ich krieg schon ein paar Gegner. Die kloppen sich bestimmt gleich selber, wenn ich das nur so... Okay. Okay. Ja, linke Maustaste ist kämpfen, ist klar. Und weg sind sie. Schwertkampf. Eine vollständige Kombo kann nur während der Anvisierung ausgewählt werden. Anvisiert mit LT. Sehr gut, du kannst ja doch kämpfen. Und wo ist diese liebreizende junge Dame? Sie hat mit aller Kraft gekämpft, im Gegensatz zu dir. Ist all deine Stärke dahin? Okay, es geht weiter. Okay. Und jetzt wird auch geschossen. Und da sind auch ganz große. Und der hat mich schon tatsächlich getroffen. Und der hat mich nochmal getroffen. Das ist nicht so dolle. Vielleicht müssten wir mal gucken, dass wir einen davon weniger machen. Ich weiß nicht, ob der schon weg ist. Nee, ist er noch nicht. Aber jetzt, so im Vorbeigehen, können wir da auch mal einen ein... Ah, ich habe schon einen zweiten von den Magierschen. Okay. Und der ist auch weg. Und jetzt ist nur noch der Dicke. Und den habe ich gerade niedergestreckt. Ja, habe ich auch gerade niedergestreckt. Wunderbar. Und jetzt kommt er wieder. Cross, ich möchte dir etwas zeigen. Es ist ein Geschenk. Nur für dich. Egal wie oft ich dich im Kampf besiege, du kommst doch wieder zurück. Also werde ich dich stattdessen einsperren. Und zwar hiermit. 3 Punkte. Bist du bereit, den Rest der Ewigkeit in meinem Kerker zu verbringen? Eigentlich nicht. Ich hoffe es für dich. Ich bin bereit, dir gegenüberzutreten. Stellen wir deine Kraft auf die Probe, Cross. Okay, Ladebildschirm. 3 Punkte. Lass nicht zu, dass es so endet. Cross, diese Ereignisse haben noch nicht stattgefunden. Ah, das war ein Traum. Wenn du dich ihm stellst, dem Skelettkönig, du darfst nicht scheitern. Ah ja, siehst du. Heiligtum. Okay. Noch ein Albtraum, Cross. Sie werden schlimmer, solange deine Frau im Schlaf liegt. Evelyn ist stark, aber ich fürchte, dass ihre Zeit abläuft. Da liegt sie dann, okay. Der Zauber, mit dem der Skelettkönig sie belegt hat, ist sehr mächtig. Da er sie nicht besiegen konnte, fing er sie in diesem tiefen Schlaf ein. Die Quelle wurde über das gesamte Königreich verstreut. Cross, ich weiß, dass deine Reise sehr lang war und du bist eigentlich gerade erst angekommen, aber um deine Frau zu helfen, musst du dich beeilen. Das Königreich von Beor ist weiterläufig und du bist ein Fremder hier. Deine Stärke ist vergangen und das letzte Mitglied deiner Familie steht an der Schwelle zum Tod. Alles scheint sich gegen dich verschworen zu haben, aber du musst standhaft sein. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Quest über NCS mit Questschwebem Symbol. Okay, dann gehen wir da mal hin und interagieren wir mit ihm mit C wahrscheinlich. Cross, der Zauber des Skelettkönigs hat einen Schwachpunkt. Seine dunkle Macht bezieht er aus 4 Quellen, die im gesamten Königreich versteckt sind. Bei diesen Quellen handelt es sich um verfluchte Orbs. Die verfluchten Orbs. Wie kann ich das auswählen? Mit WASD, okay. Sie sind wahrhaftig so verdorben, wie ihr Name vermuten lässt. Um Evelyn aufzuwecken, werden diese Orbs benötigt. Viele Helden haben es versucht und sind gescheitert. Aber du bist kein gewöhnlicher Held. Ich weiß, dass du als Ewige die Oberhand über das Übel gewinnen kannst, das dieses Land heimsucht. Ich tue es für Evelyn. Meine Stärke ist nicht mehr, was sie einst war. Nee, ich zweifle nicht an mir. Quest angenommen, verfluchten Orbs. Evelyn Schicksal und das Schicksal unserer Königin liegt jetzt in deinen Händen. Rechts ist ein Questlogbuch, okay. Gehe durch die Tore des Heiligtums und zu den Feldern der Zerstörung. Der nahezu verfluchte Orb befindet sich in der Nebelhöhle östlich von hier. Viel Glück auf deiner Reise, Cross.
gebe mein Bestes. Und da gibt es auch schon eine Kiste. Truhen. Drücke A, um Truhen zu öffnen und zu sehen, was drin ist. Das war wohl nichts mit A, C ist es. Ich müsste da... Wahrscheinlich ist es mit Joystick ausspielbar, beziehungsweise Gamepad. Ja. Da ist wohl nichts drin, ne? Hier rechts war doch eben noch so ein Zeichen, ne? Achso, die kann ich mitnehmen. Sehr schön. Kann ich die dann da reintun? Ne, steht davor. Keine Ahnung, was wir hier machen. Ja, eine Quest, die jetzt schwarz. Das Quest-Symbol ist jetzt schwarz, das heißt, das ist wohl erledigt. Gehen wir weiter nach hier. Setz das mal ab und geh mal zu der Kiste und mach die mal auf. Ein Quill, 49. Jetzt haben wir 50, okay. Eine kleine Kiste. Geringer Lebenstrank, plus 5. Ach, wir haben gar keine Lebenstränke mehr. Wir werden noch vorhin 25, sind weg. Auch sehr schön, ne? Ich würde das mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche, aber... Jetzt geht das Zeichen wieder dahin. Soll ich das da reinpacken dann doch? Ne, es geht nicht. So, das wird wahrscheinlich so sein. Er fokussiert immer auf einem Teil. Und jetzt auf dem anderen. Okay, alles klar. Und C kann ich es absetzen. Und jetzt... Ah, wenn ich laufe... Und dann werfe ich es. Ah, und dann ist kaputt. Ach, da kriege ich noch einen Quill raus. Stopp, da war noch einer. C. Okay, da war noch welcher. Die Kiste kann ich aber nicht aufheben, ne? Ne, da geht nichts mehr. Dann war's das wohl. Gibt's hier noch irgendwo was? Schätz mal nicht, ne? Erster Raum ist dann erledigt. Sieht alles easy going jetzt hier aus. Hier sind nur Wände und da geht's in irgendeine Welt. Interagieren wir damit. Schloss ist weg. Tür geht auf. Und wir gehen durch, oder? Das weiß, das ist alles weiß dahinter. Sieht nicht gut aus. Ewige Essenz ist überall im König versteckt. Ruhe dich in einem Lager aus, um Essenz auf einen Tribut anzuwenden. Okay. Das war ein Ladebildschirm-Info, ne? Ja. Schauen wir mal. Okay, es hört sich nach Regen an, oder? Oder Wasserfall? Och, Meer. Bin ich da weggekommen? Ich schätze mal, ne? Kann ich hier rauszoomen? Ne, steht da unten was von Zoomen? Springen, sprinten, ausweichen, angreifen, blockieren. Ne, geht nix. Aber sieht schon mal schick aus hier, oder? Da hinten sind überall alles so blaue Marken. Kann man da hin wahrscheinlich, ne? Alles Ziele für uns. Das Gras sieht schick aus. Der Strand ist schick. Die Palmen sind schön im Wind am Wehen. Hier lässt sich's wahrscheinlich aushalten, ne? Ein bisschen düster vom Wetter her. Da könnte die Sonne mehr scheinen, ne? Okay, hier ist eine Hütte. Vielleicht sollten wir erst zur Hütte gehen. Davor ist auf jeden Fall schon ein Marker. Oh, hier ist ein Schwert. Sieht danach aus, als ob ich das mal besser nehme. Du kannst aussehen, deinem Entfernen anlegen. Okay, ach, das habe ich jetzt noch nicht angelegt. Was ist das? Hm, das ist nix, das ist Deko. Sieht ja schon mal interessant hier aus, ne? Da hier ein Weg ist, gehe ich mal hier weiter. Und da ist ja irgendwie, wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Wegpunkt oder sowas, ne? Ne, ein Lager. Müssen wir aufpassen, dass wir uns den Hintern nicht dran verbrennen wahrscheinlich, oder? Es geht auf, wir gehen rein. Unser Zuhause, kann das sein? Ab jetzt. Interagieren wir damit. Gegenstände können kombiniert werden. Kombiniert Gegenstände im Inventar, um ihr Level zu ehren. Ah, sehr interessant. Inventar müssen wir erstmal öffnen dann. Aber das ist jetzt ja... Das Inventar in I, ja. Das Schwert ist wohl identisch, schätze ich mal dann, ne? Combine mit dem. Oder geht jetzt nicht mehr. Combine habe ich schon kaputt gemacht.
Oder ist schon kombiniert? Vielleicht ist es auch schon kombiniert. Ich komme aber nicht mehr raus, oder wie? Ist ja auch ein Exit-Button. Ah, okay. Ach, das war unten irgendwas. Keine Ahnung. Eine Beschreibung, die da fehlt, oder wie sehe ich das? Leider sieht man hier nichts. Rüstung. Wurde das jetzt kombiniert? Das ist die Frage. Ne, Inventar ist hier. Ist aber leer. Werkzeuge sind da. Ausrüstung ist hier. Quests gibt's auch. Sehr schöne Übersicht, muss ich sagen. Hier ist noch... Ah, das war im Intro leider nicht Musiklautstärke. Die war eben schon verdammt laut. Mache ich mal ein bisschen leiser und das Vogelgezwitscher ist auch sehr laut. Keybindings. Kamera ist klar. Das kann alles so bleiben, denke ich mal. Grafik können wir auch noch einstellen, damit ihr das mal gesehen habt, ne? So steht's, ist von Anfang an so. Lass ich mal so, sieht ja ganz nett aus. So, Quest, die große Ebene. Die weite Südsande, verlassene Strand. Wo sind wir denn? Hier oben bei dem Marker oder hier? Ne, das sind die Hauptstädte wahrscheinlich. Wo ist Cross? Grün, da ist er. Ah, die Felder der Zerstörung sind wir. Und die verfluchten Orbs ist unsere Quest. Ah, das sind die vier Stellen? Ne, doch, tatsächlich sind das die vier Stellen, wo wir hin müssen. Okay, dann haben wir das. Escape, kommt man raus? Nein. Doch. Wahrscheinlich. Ein bisschen unscharf, ne? Da kann man nichts machen. Wie sieht die Hütte denn von oben aus? Oh, ist richtig schön gemacht und da geht's auch höher. Aber leider keine Leiter da, dass ich hochkomme, ne? Wer weiß, was für wichtige Sachen da oben liegen, die ich nicht machen kann. Sprinten, sprinten, docken, anvisieren, ausweichen, angreifen. Ich weiß nicht, wie man abspeichert. Das ist schon mal schlecht. Ein C war da gerade nicht, ne? War das hier ein C? Ja, da ist ein C. Können wir interagieren. Hier das Lagerfeuer aufschlagen. C, ja. Bis zum Morgen ausruhen, bis zum Abend ausruhen, ewige Essenz verteilen, herstellen, verlassen. Was ist herstellen? Ah, da können wir was machen. Zündschnur. Geringes Lebens. Heilkraut, okay. Okay, das ist sehr interessant. Ein bisschen sehen die Dingens noch rudimentär aus, ne? Die. Ja, ausruhen wollen wir jetzt noch nicht. Wir haben ja noch nichts entdeckt, groß, ne? Es wäre halt für uns nur interessant. Speichert das Spiel irgendwie automatisch ab? Speichert es an gewissen Stellen ab? Oder speichert es gar nicht ab? Das heißt, es ist permanent. Ja, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch eine Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.